So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine weitere Command Creation in Minecraft Vanilla. Wir haben die Version 1.9.2 drauf, ihr seht auch oben links in der Ecke, es ist Vanilla. Ich habe mir dazu eine super Flat Map geschnappt, denn wir werden jetzt gleich was zerbomben. Wir können mit dem Command nämlich einen richtigen Kampfjet, einen Düsenjäger erstellen. Keine Mods drauf, kein gar nichts, nur ein Command und das Ganze ist gemacht von The Red Engineer, Link dazu in der Videobeschreibung. Wer den Command gerne selbst mal austesten möchte, kann sie das tun, indem er ihn sich von da kopiert. Außerdem brauchen wir übrigens auch noch einen Texturenpack dazu. Ein Resource Pack habe ich gerade schon mal eingefügt. Findet ihr im Resource Pack Ordner, den müsst ihr euch oben reinziehen und dann auch auswählen. Dann kriegen wir den Jetfighter, könnt ihr ihn sehen. Man sieht es auch schon hier im Inventar. Es ist praktisch das Bedrock. Wenn wir das Bedrock als Item in der Hand haben, dann haben wir da einen Jet draus. Und ja, wie gesagt, das Block-Model einfach vom Bedrock wird geändert und da wird ein Kampfjet draus gemacht. Da sieht so aus und den können wir dann gleich auch fliegen. Und er ist auch nochmal ein ganzes Stückchen größer gleich, wenn ich den setze. Okay, beziehungsweise ich setze ihn jetzt nicht selbst direkt so mit der Hand, sondern er wird halt gespawnt auf eine gewisse Art und Weise. Aber er nutzt halt das Block-Model des Bedrocks und das ist eben der Kampfjet. Okay, dann, ja, wie machen wir das? Wir brauchen wieder einen Command-Block. Das heißt, Minecraft Command Block. Danke. Und da fügen wir jetzt den Command ein. Zack, einmal hinsetzen, einfügen. Wie gesagt, ich habe es kopiert. Könnt euch gerne auch kopieren und auf All is Active klicken und dann passiert hier was. Bam, 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 bam. Und dann steht wieder etwas. So, die Geschichte hat sich komplett aufgebaut. Wir haben so ein 1.9. irgendwas gemacht. Wir können das Ding deaktivieren, dann ist es ausgeschaltet. Wir können es aktivieren, dann ist es wieder eingeschaltet. Und wir können uns ein paar Anleitungen geben. Einerseits, hier können wir es auch wieder zerstören, dass es verschwindet. Und wir geben uns mal eine Anleitung, wie man diesen Jet craften kann, herstellen kann, wie auch immer. Und wir brauchen Folgendes. Hier unten links im Chat steht es direkt. Und zwar müssen wir den craften mit Hilfe von 8 Eisenblöcken, 16 Pistons und 16 Redstone Torches, dann kriegen wir eine Turbine oder einen Motor, wie auch immer, von dem Jet. Und dann brauchen wir auch noch ein Cockpit, was wir craften müssen, aus 24 Eisenblöcken, 4 Glasblöcken und 2 Schaltern. Das werfen wir auch zusammen und dann müssen wir noch das Cockpit und den Motor zusammenschmeißen. Und dann kriegen wir das fertige Flugzeug raus. Das können wir dann setzen und dann spawnt das und dann können wir drum fliegen. Ansonsten können wir auch einen Tripwire-Hook mit Remove Jet benennen. Da müssen wir natürlich auch beachten, dass wir die Großbuchstaben richtig setzen und dann können wir es einfach neben den Jet hinschmeißen, dann bekommen wir den Jet wieder zurück, also wenn wir den sozusagen abgebaut hätten, eingesackt hätten. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir das so einfach mal. Sekunde. Wir brauchen Redstone Torches, wir brauchen Glasblöcke, wir brauchen Eisenblöcke. Und die Eisenblöcke, ich tippe es einfach so ein, wir brauchen Iron Blocks. Da brauchen wir Redstone-Blöcke, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Und Schalter waren das. 2 und Pistons brauchen wir. Gut, also fürs Erste. 8 Eisenblöcke, 16 Pistons und 16 Redstone-Torches. Machen wir mal eben. So, 3, 5, 6, 7, 8. Werfen wir durch hier dann einfach raus. Dann auch wieder 16 Torches einfach rauswerfen und 16 Pistons rauswerfen. Dann kriegen wir die Jet Engine. Einsammeln bitte, danke. Also das Crafting funktioniert, indem du einfach Items hinwirfst. Aber das kennen wir auch schon von anderen Command Creation. So, als nächstes brauchen wir, ich glaube, 4 Glas, 2 Schalter und 24 Eisen. Und dann kriegen wir das Jet Cockpit raus. Danke. Und übrigens machen wir kurz auf Peaceful, damit die Schleime weg sind. Dann beide Items zusammenwerfen. So und so. Und dann kriegen wir den Fighter Jet raus. Den Jet, den wir auch tatsächlich setzen können und fliegen können. Bams. So sieht er aus. Der sieht auch ein bisschen größer aus als jetzt das kleine Blockmodell, was wir hatten. Und sieht ein bisschen so aus, als wenn das die Textur von dem Panzer ist, den wir mal hatten. Ne? Ich habe schon mal einen Panzer vorgestellt. Den können wir auch fahren, alles mögliche. Und das sieht gerade irgendwie ein bisschen komisch aus noch. Also ich glaube, das soll nicht so ganz. Man kann es jedenfalls grob erkennen. Also ganz grob sieht es nach Jet aus, aber nicht so, dass alles da ist, wo es hin soll. Ja, den haben wir jetzt sozusagen gespawnt. Und dann müssen wir den noch mit Treibstoff befüllen. Weil aktuell kann der noch nicht starten und losfliegen. Ich sitze jetzt gerade drin und ja, es geht nicht. Hallo, weiter geht's. Geht nicht weiter. Hallo, hallo, hallo. Geht nicht, denn wir brauchen Treibstoff. Und Treibstoff geht's nicht, aber es macht schon mal passende Geräusche. Ist schon mal ganz nice.
Und Treibstoff kriegen wir mit Hilfe von Kohle, also Kohleblöcken. Und ich nehme noch was anderes mit, nämlich mal TNT. Das nehme ich mal. TNT, das nehme ich mir auch mal mit. So. Um den Jets zu laden, müssen wir Folgendes machen. Wir müssen jetzt hier hingehen und da Q reinwerfen. Also einfach so Q-Blöcke rauswerfen. Und dann den auftanken. Ein Kohleblock reicht für 4 Minuten fliegen. Und ich werfe da erstmal ordentlich rein, damit wir niemals wieder nachtanken müssen. Niemals. Never ever again. Ich hoffe mal, das geht, wenn ich jetzt Sack reinwerfe und nicht, dass man alle 4 Minuten einfach manuell neu tanken muss, sozusagen. Jedenfalls, die Kiste frisst Kohlenblöcke. Okay, dann, ich bin ein bisschen stimmig angeschlagen, das wäre ja schon ein paar Mal geschnitten, hier Räusper rausgemacht. Aber dann setzen wir uns einfach gerade mal ganz spontan rein und los geht's. Und zwar in der übelsten Geschwindigkeit. Es ist ein Jet, in dem wir fliegen, Leute. Es ist ein Jet. Guck mal, wie schnell wir sind. Na ja gut, gegen die Wand dürfen wir natürlich nicht fliegen, dann geht's nicht weiter. Der Jet hat 24 verschiedene Möglichkeiten. Gib mir mal kurz hier Time, Set 0. Der Jet hat 24 verschiedene Ausrichtungen von der Möglichkeit, wo er hin zeigt oder wo wir lang fliegen können. 8, wenn wir gerade ausfliegen nach so. Dann nochmal 8, indem wir nach oben gucken, den Himmel. Auch wieder bam, 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 alle Richtungen. So können wir nach oben steigen jetzt. Jetzt sind wir gestiegen, jetzt fliegt er wieder flach. Jetzt sind wir weit oben in der Luft. Wir können auch sinken, indem wir nach unten schauen. Und da gibt es auch wieder 8 verschiedene Richtungen, wo der hingucken kann. Und so können wir steigen und sinken. So, mal ein paar so Schafen die Wolle abrasieren beim Vorbeifliegen. Yay, und ultraschnell. Der ist richtig, richtig, richtig schnell. Also es eignet sich halt ganz gut, wenn wir so drin sitzen, ja. Hey, ist mal ein cooler Screenshot. Eignet sich, wenn man so drin sitzt, ja, vielleicht beim Dorf. Ja. Und dann kann man natürlich sehen, hinten, der zieht noch so eine schöne Feuerspur hinterher. Und ich habe ja auch gesagt, wir jagen jetzt was in die Luft. Und ja, machen wir, indem ich mal ganz kurz das TNT nehme, auf F5 gehe, ein bisschen mal runter gehe und dann bomben wir unten das Dorf da weg. Okay, nein, das hat keinen Bezug zu irgendwelchen politischen aktuellen Themen. Das ist einfach nur gerade, um den Command vorzustellen. Es tut mir leid. Das ist gerade alles ansonsten zufällig. So. Der Jet kann Bomben werfen, sozusagen, indem er TNT in die Hand nimmt, das rauswirft, per Q droppt und dann fliegt da eine Rakete durch. Und es leckt auch gerade ein kleines bisschen. Ausnahmsweise sollte es eigentlich nicht. Man kann die Teildrops reduzieren, also dass man... Ah, da stehen schon die Krater. So, lass mal ein paar Missiles runter. Hier natürlich der schlechteste Bomber überhaupt. Der einfach nichts trifft. Die Missiles sehen an sich ganz cool eigentlich auch aus vom Design, also vom Texture. Ich stelle mal ganz kurz aus. Dann sinkt das Ding runter wie so eine bleierne Ente. Lasst mal den Schaden angucken, den wir angerichtet haben. Die Missiles können auch manchmal stecken bleiben, so ein kleines bisschen. Da muss man einen Block drunter abbauen. Und dann sollten die runterfallen. Aber zum Glück habe ich gerade kein Stecken in der Luft oder so. Und ja, doch, da steckt eins. Ha, ich sehe eins. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hier steckt eins. Das ist eins von den Raketen, die runterfallen. Sehen dann praktisch so aus. Und die kann man dann zum Explodieren bringen, indem man den Block drunter abbaut. Ja, komm schon. Noch ein. Noch ein. Hey, Leute. Yo, das war's. Das Bedrock hier am Boden, das war, wie gesagt, die gesetzte Version des Jets. Das sieht ein bisschen sehr doof aus, aber muss man mit rechnen, liegt am Texture Pack. Und ja, da hatten wir dann, so wie es aussieht, eben eine Rakete erwischt. Und ja, den Jet kann man sofort wieder betreten, einfach unten reinklicken. Der fliegt doch. Hey, warte, halt, stopp. Ist ohne mich losgeflogen. Nein, ich saß noch drin. Huh. Scheint gerade ein bisschen zu laggen. Ich glaube, es ist nicht so gut. Ich hab's verkackt. Ich habe schon vorher einmal getestet, da hat es nicht gelaggt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, vielleicht an der Aufnahme oder so. Warte mal ganz, ganz kurz. Okay, da wäre ich wieder. Ich habe mal ganz, ganz kurz die Welt neu gestartet und ich denke mal, jetzt geht's. Das Problem ist auch wahrscheinlich, wenn ich hier die ganzen Dinger wegbombe, dass die Items hier auf dem Boden liegen bleiben. Ne? Und je mehr Items auf dem Boden liegen, umso mehr Lag verursacht ist. Wie gesagt, Game Rule, Do Tile Drops könnt ihr ausschalten und dann würde das nicht passieren. Dann droppt nämlich nichts beim Explodieren, geht's einfach kaputt und dann ist weg. Ich bin übrigens gerade mal ganz fleißig jetzt dabei, noch mal ein paar runterzuschmeißen. So und so und so. Ja, ja, die Armbilder. Was haben sie mir getan? Nichts.
diesem Game. Aber es wäre halt doof, wenn man halt schon einen Jet hat und der auch nicht hier Bomben schmeißt oder so. Und man hat übrigens auch, glaube ich, gerade gesehen, was passiert ist. Erstens, Jet geht wieder runter wie so eine bleierne Ente. Zweitens, hier nochmal so ein Mister, was stecken geblieben ist. Das spawnt einen Creeper, wenn es dann angekommen ist. Hallo? Hallo? Jetzt, ja. Es spawnt ein Creeper mit einer Fuse-Zeit von 0, wahrscheinlich auch erhöhter Explosionspower und dann wird eben, ja, gesprengt und so. Und, ja, das wäre dann der Jet gewesen, denke ich mal. Ich manövriere den mal eben in eine bessere Gegend, dass man den, ja, Alexi am Start, dass man ihn ein bisschen nochmal beobachten kann von oben. Aber ja, das wäre es so vom Prinzip gewesen. Ich hoffe mal, der Command ist ganz geil. Wie gesagt, testet aus. Es bleibt nichts mehr von dem übrig, was sie anfangen zu zerbomben. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video, nächsten Command. Bis dahin, lass krachen. Habe ich gerade hier gemacht. Und tschüss.